So, wir probieren es mal normal. Wie lange macht man eigentlich eine Switch richtig? Wie macht man eigentlich eine Switch richtig sauber? Switch geht eigentlich, muss ich sagen. Nativer Engelmodus an, reduziert die Darstellung von Gewalt. Nein, wir wollen den vollen, wir wollen das volle Programm. Ich mache meine Switch immer regelmäßig sauber. Eigentlich nehme ich eine. Ich habe sowieso eine Folie. Die muss ich nochmal wechseln, weil ich ein Panzerglas habe. Das liegt da schon oben und staubt rum in der Verpackung. Ich nehme immer Ceva und mache da immer so einen Spritzer Glasreiniger rein. Also nicht auf die Switch, sondern auf das Ceva-Tuch, sodass es leicht feucht ist und dann gehe ich da immer When I was a drüber. kid, my father used to tell me something. Oder was meinst du genau? Oder meinst There are du, no wenn man die forks in the aufmacht road und of den life. Lüfter mal sauber macht? Das mache ich bei You just meiner walk along, feeling your way through the Switch jetzt grass, noch nicht, weil die noch leaving a Garantie faint hat. path behind. Danach wäre es vielleicht mal But interessant. if you turn around to look, you may get the strange feeling you've walked that path before. Or that someone was walking along with you, lending you the strength to press on. Also dementsprechend ja. Aber da ich ja sowieso sämtliche Sachen habe, ich habe hier ein eigenes Switch Case. Ich habe sogar irgendwo für die I Joy-Con so always believed there was only Gummiüberzieher. one truth, Benutze ich aber but nicht, weil ich immer den Controller nehme. what if some other version of me on a distant Ja, world Bayonetta 3. searching Das for werden wir all jetzt spielen. possibilities? Mal gucken, wie lange. Ich werde später natürlich einen Router Cup kriegen, weil ich immer noch nicht mit meinem. And what if, when all the Am besten, possibilities wenn were einer der overlaid, the Überlagerung path that stood out the all dieser clearest Möglichkeiten der was the deutlichen Pfad real zur truth? Wahrheit führt. Ah, das war doch das mit diesem Multiverse-Ding, ne? Wie, Bayo? Keine kurzen Haare? Das ist nur so vor, das ist so ruhig. Ah, wieder ein Haustier. Ich verstehe den Anfang nicht, weil wir haben ja 1 und 2 gespielt. Spielen wir mal ein bisschen Action. Ich verstand damals kaum, was er mir erzählte, doch aus irgendeinem Grund berührten mich seine Worte. Au. Und jedes Mal, wenn ich mir sie ins Gedächtnis rief, blickte ich hinauf. Some version of me was walking along through the grass just like me. Could we be following the same path, taking the same journey? That idea had its hooks in me more powerfully than any anime or sci-fi novel. Anime oder Science Fiction Romane je vermocht, ne? Even after growing up, I still believed it Ah, wir could be können true. jetzt, glaube ich, auch die Dämonen I steuern. just knew that someday Version of my father from some other world would appear and pull out a strawberry can just for me, like he always Und ein Erdgelutscher für mich hervorzaubern, wie er es immer The tat. visitor from another world appeared to me. It was a nightmare that had come to crush all hope like blades of grass beneath his heel. Ja.
Muss ich verlieren, oder? Ich meine, es sind keine 60 FPS, aber das ist alles Pokémon. Gut, ich habe keine Energie, also kann ich auch nicht viel machen. Läuft aber schnell. Na, Fräulein Knackarsch, was geht los? Au. Ja, ganz genau. Er ist nicht so einfach anscheißen. Glaub's, geht los. What's wrong? Having trouble running the numbers? Tja, Bayo. Count me out just yet. Is there a problem? I'll be the one who decides what the truth will be. Ow. Du hast eine Aufgabe zu erfüllen, Soldat. What the fuck? This is our last world bridge. Das ist unsere letzte Weltenbrücke. Ich habe irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Nee, ich würde gerne in die... Viola. Go. Ja klar, dann wird das Kugeln bringen nichts, aber deine AK, ne? Viola, go! You know what to do. Sigurd! Wer ist Sigurd? Wer ist das überhaupt? Damn it. What the fuck? I'll be back for you, asshole. Yeah. Sagen, Kacke gelaufen, ne?
Tja, hättest du mal nicht gezögert. Ein Späh hätte gereicht. Willkommen zurück. So, Epilog. Start. Bayonetta 3. Das ist doch schon immer was. Kann man nicht meckern. So. Ich weiß nicht, ich bin in der letzten Zeit wieder so viel relativ lethargisch. So ein bisschen ledrig und bäh und keine Ahnung, so richtig viel zu berichten habe ich aktuell nicht. New York, Manhattan. Da haben wir doch im Zweierteil eingekauft. Die gute Bayonetta und die Jean. Nintendo. Da sind wahrscheinlich die Karmesin-Pokémon-Teile drin. Die werden jetzt in den Müll geworfen. Normalerweise fängt ja jedes Spiel an, an Wert zu steigern, vor allem gute Klassiker. Karmesin nicht. Die Bayonetta in ihrer Midlife-Crisis oder warum läuft hier rum wie ein kleines Mädchen, nur zu groß geraten? Deadass, deadass. Ah, Kartoffeln mit Lachs. Ah, shit. Wie, die haben den Enzo nicht so ein Hintergassenverschnitt gegeben? Ein Wölkchen am Himmel, der perfekte Tag für ein Spiel. Statt mir das Spiel anzusehen, darf ich dich durch die Stadt kutschieren und ich kann mir mit dem Ticket den Arsch abwischen. Tu nicht so, als ob du mich nicht hörst. Tiefstes Mitgefühl. Aber du warst schließlich derjenige, der bereit war, für diesen Job alles zu tun, was ich sage. Alles. I just got this baby yesterday. Less hot air. Klappe halt und Gas geben. Ich finde die Bayonetta super. Die steht nicht so auf Süßholzraspler. Storm's coming. Warum verkaufst du Pizza? Heute kriegen wir alle ihr Fett weg. Und ich darf Chauffeur spielen, weil du unbedingt jemanden treffen willst. Also, wo steckt dein Dieb? Erst der Park, dann der Lebensmittelladen. Und nun willst du auch noch zum Pier. Hey, hast du überhaupt eine Idee, wo dein Überraschungsgast steckt? Tja, Enzo. Was ist denn so vor? Ist das so leise? Hey, what is it?
Don't tell me you got the date wrong. No, it's today. And it's here. What? Enzo, what the you hell? Wait right here. Whoa. Got it? Right here. Don't move one inch. Don't move one inch. All right. Hey, how long do you expect me to sit here for, huh? And what am I supposed to do? Wie schnell will sie sich umziehen? Tja, selbst mit der besten Figur bist du ein bisschen underdressed. Ich wette mit dir gleich übertreibst es und ist overdressed. Ja, ist klar. So hält doch kein Hut. Bayonetta wird mich heiraten. Immer die gleiche Scheiße mit ihr und trotzdem kriegt sie mich immer wieder rum. Jo, ich will zwar nichts sagen, aber... The hell is that? Not again! Light from on high just means more holy bullshit! What the... a girl? Ach Enzo, sei doch froh. Du darfst auf die Bayonetta warten und hast ein Mädel auf dem Arm. You know, this kid looks kind of familiar. Irgendwie kommt die Kleine mir bekannt vor. Hey! Please, take me to her. Do I look like a damn taxi driver? You mean? Her who? Theo! Whoa. Oh yeah, this? Oh, this is just what I needed. Der arme Kerl. Das war die Viola. Noch wissen wir es nicht. Junalein. Der Hut. Ja, so ein Hut, so wie die den getragen hat, kann der auch nichts halten. Keiner kümmert sich um dich, Enzo, wenn du eine Pankerin auf dem Schoß hast. Sind mal wieder eins ihrer Haustiere ausgebüxt. Ihr Tiere. Was ist genau euer Problem? Und die Scheibenwischer lassen sich auch nicht ums Verrecken einstellen. Ehrlich. Warum sind die Stimmen so leise? Na, wenn das mal gewesen ist. Rodin! Die Leine, Enzo. Du kratzt mir nicht ab, solange ich meine Kohle, solange ich nicht meine Kohle hab. Ja, so kann man natürlich auch einen Schutzengel kriegen. Hast einfach Schulden beim Teufel selbst. Oder keine Ahnung, was für ein Typ das ist. Und schwupps. Sagt er, solange du mir mein Geld nicht gibst, bleibst du am Leben. Nur in der Stadt. Na dann, herzlich willkommen. Ja, kann man mal machen, ne? Warum spielen wir eigentlich nicht mit dem? Definitely not a regular.
definitiv kein Stammgast. Hast auch meine Bestellung nicht vergessen. Hey, die liegt im Truck, bereit zur Auslieferung. Aha. Kriegen jetzt wieder eine Strip-Anlage eingeschenkt. Leicht hummert nur jedes Allzweckmodul. Sie hat den Tisch nicht abgeräumt. Respekt. Okay, jetzt macht's es. Not bad. Oh, Mann. Immer diese Probe hier an. Ja. Ja. Und wie ist die Jeans ja jetzt weggekommen? Dafür sind wir doch alle hier. Das war doch schon wieder Fanservice. Ich liebe New York ja sehr, aber pflegelhafte Touristen sind wirklich das Letzte. Ich würde gerne nochmal... In der Hexenzeit ist ein... Ja, ich weiß. Hexenzeit, wie es funktioniert, ist mir schon klar. Ich würde aber... Der Hintergrund. Echt schlecht. Ausweichen klappt nicht so ganz, ne? Wenn die ich einmal hat. Ach, Rodin. Schon wieder schlechte Qualität. Hey, Cheap Toys. Nicht noch mehr zum Spielen, sondern billige Spielzeuge. Bayonetta braucht hochwertige Sachen. Marktqualität. Okay. Wer kennt's nicht? Im alten VW-Bus, die sind so robust. Kann man auch sogar auf Wasser fahren. Na, kommst du langsam ins Schwitzen? Nun rück mir schon meine Bestellung raus, bevor ich dir noch eine Reinheit. Yeah! Das sind Spielzeuge. Now we're talking!
Also ich kann ja nicht mit Absätzen rumlaufen, aber... Ah, Miss Butterfly. Hey, meine Pizza. Was mit deiner Basecap? Die Typen scheinen mehr drauf zu haben als ihre Vorgänger. Oha. Blokos, schwere humanoide Kopfeinheit. Noch mehr neue Gesichter. Vielleicht sollte ich mich lieber etwas in Schale werfen. Ja, dann werf dich mal in Schale. Wieder so ein großer. Au! Da frisst ja das Schiff. Von wegen Titanic ist mit einem Eisberg untergegangen. Oha, fliegende Haie. Ich will nochmal in die Einstellung rein. Ja, also, wenn dich ein Hai stört, ne, zähm ihn einfach und reit ihn selbst. Humanoide Taktikeinheit Cumulus. Camulus. Mit Kamm. Was ist dein Kamm bitte mal bei dir? Netter Volk Kamm muss nicht sein. Ein Dead View. Einfach herrlich. Dafür seid ihr hier. Vor allem Yuna und Hino. Size isn't everything, you know. Es kommt nicht auf die Größe an, ja, das sagst du. Sag das mal Justin. Au. Ah, angesehen, das ist gut. Au.
Hallo, Julians Hausdrachen. Gomorra, Seraphim-Vertilger. Ja, du kannst damit nicht viel anfangen. Hier sind andere Gegner. Da muss ich wieder anziehen, Mädchen. Ne, closed. Auch keine Pizza. Ja, die muss sein. Das Ding stammt nicht aus Paradiso. Keine heiligen Gewürze, kein Deal. Lass dir schnell was einfallen, Ballmeter. Der Sturm ist noch um einiges schlimmer, als ich dachte. Warum hilfst du ihr nicht? Warum sind sie immer so passiv-aggressiv? Leck mich fett. Der Dämonenscherge. Er hätte gedacht, diese antike Technik sei längst vergessen. Halte ZL gedrückt, um Höllendämon zu beschwören und zu steuern. Lass mit ZL los, um die wieder zu entlassen. Okay. Will mal was gucken. Audio-Lautstärke. Au. Ah, ich muss ja Energie sammeln. Fuck. Das ist aber kein Muss. So, erstmal auseinandernehmen, die Drecksau. Ich will nichts sagen zu diesem Schlund, aber mit leicht versautem Geist sieht der Schlund von dem Dämon komisch aus. Oh nein, Tentakeln. Hat sie beim ersten Mal schon nicht gemobbt. Vielleicht weiß Bayonetta, dass sie aus Japan kommt.
Warum müssen es immer gleich so viele sein? Na, wollte schon sagen. Bayonetta lässt sich ja von so einem Strahl nicht treffen. Na, wen haben wir hier? Ja, einfach mal so eine Yacht ausgeliehen. Kann man mal machen. Oh. Die gibt's ja auch noch. Hallo, Jean. Yeah, best girlfriends forever. Jean, we'll catch up later. So, jetzt. So, Mädels, räumt mal auf, hm? Hexenwerk vollbracht. Halten mit Gamora fünfmal an. Ah, Mist, ich habe keine Energie mehr. Ah, tanzen sie jetzt ein Duett? Okay, doch nicht. Nein, John! Octoblocto, Kraken, Tyrann des Düsterschlunds. Igitt. Wieder an Deck, um frische Luft zu schnuppern? Wer hat dich eigentlich zu unserer kleinen Kreuzfahrt eingeladen? Keine Ahnung, wer ihn eingeladen hat, aber... Alter, der hat gesessen. Ich hab keine Ahnung, was das jetzt für eine... Au.
Jetzt komm wieder an Deck, du Lappenlurch. Au. Das war aber kein... Interessant. Au. Sag mal, warum kann ich die Dinge nicht ausweichen? Nee, kannst du vergessen. Ist eigentlich schon krass, was... zu was grafisch, wenn man es gut macht, zu was die Switch eigentlich fähig ist, wenn eine andere Firma als Game Freak da dran hängt. Oh, hallo, Madame Butterfly. Oder? Heißt sie so? Ja, Madame Butterfly. Oh, très bien, mademoiselle. Oui, oui, mon chéri. Yes, Johnny. Ah, ich glaube, selbst normalerweise müsste auch ich zu alt, zu jung sein, um das zu kennen, aber... Ja. Kenn ich trotzdem. Oh, er hat getintet. Ich habe zu viel Schaden gekriegt. Na, immer eine Goldmedaille. Immerhin. Schon wieder ein Fisch. Yo. Das hat doch jemand geworfen. Da habe ich mir gedacht, dass er uns nicht hängen lässt. John ist die Prinzessin Peach sozusagen, deswegen läuft er auch in Pink rum. Hey, the good Samaritan, Rhoda. Hey. How dreadfully noble. We gotta talk. Wir müssen reden. Preferably. Wenn möglich, an einem etwas ruhigeren Ort. Oh, es wird doch zunehmend ruhiger. Eine chaotische Begegnung. Pizza Delivery Guy. Geld insgesamt null. Ach so, ja, ich habe ja noch keinen... ich habe ja noch kein Money bekommen. Düt. Okay. Einfach A drücken auf der Map. Also ich weiß nicht, ich habe das bei Bayonetta noch nie als nötig empfunden. Okay. Finde ich gut, dass man in den Ladescreen halt irgendwas machen kann. Finde ich super. Ja gut, ganz ruhig ist es hier nicht mehr. Gold, eindeutig zu einfach, das Game. Schraub mal Schwierigkeit hoch. Kannst du den hier, Justin? Kannst mich mal. Oh, das Prinzessin ist wieder wach. Ich dachte, die wird wieder wie im zweiten Prinzessin Peach-Manier entführt. Der Federo von dem Rodin ist cool. Oh nein. Edna. Edna. Oh Gott.
He tried to go outside. Er wollte nach draußen, aber ich konnte ihn etwas Vernunft einprügeln. Schließlich hat er immer noch nicht seine Zeche bezahlt. Hier unten sind wir fürs Erste sicher. Fürs Erste. Jetzt sind wir quitt. Also waren deine Spielgefährten von dir? Nicht mein Typ. Auf Tuchfühlung muss ich aber trotzdem gehen. Diese Dinger stammen weder aus Paradiso noch aus Inferno. Das sind Einheimische. Oder anders ausgedrückt, sie sind teilweise menschlich. Das waren Homunculi. Von Menschen geschaffene Biowaffen. Wie wär's, wenn du erstmal deinen Namen verrätst? Miss. Viola. Bayonetta, I'm... Never mind. Look, we don't have time. If we don't stop them, wenn wir sie nicht aufhalten, dann war's das mit dieser Welt. Und mit der Realität, wie wir sie kennen. Okay. And so you just led them right to us. No! Hey, du hast einen Lolli von ihr gekriegt. Die sind wie Heuschrecken, verbreiten sich und bringen nichts als Zerstörung. Vertrau mir einfach, wir dürfen keine Zeit verlieren. Bayonetta, Jean, you both have to help. Woher kennst du unseren Namen und wer zum Teufel hat dir diesen magischen Trick beigebracht? In der Welt, aus der ich stamme, sind wir uns bereits begegnet. In der Welt wie diese hier, in einem anderen Teil. Ja, Multiversum, na super. Doch sie existiert nicht mehr. Genauso wie du und der ganze Rest. Oh nein. Die Homunculi benahmen sich, bahnen sich ihren Weg durchs Multiversum. Und es sind kaum noch Welten übrig. Nehmen wir kurz an, dass du nicht verrückt bist. Was wollen diese Dinger? Sekunde mal, die Sache könnte noch viel ernster sein. Falls du die Wahrheit sagst, haben nicht nur die Menschen ein Problem. In der dreifaltigen Wirklichkeit besteht die Welt des Chaos aus zahllosen aufeinanderprallenden Universen. Dem sogenannten Multiversum. Wenn nun jemand diese Universum nach und nach auslöscht, nee, auslöschen trifft es nicht ganz. Sie lösen das Multiversum auf, um es danach zu einem einzigen zu verschmelzen. Like running thinly sliced Wagyu beef through a grinder to make a big old juicy burger. Falls ihnen das gelingt, verfügen sie über genug Macht, um die dreifaltige Wirklichkeit einfach so auszuwischen. Soll ich das vorlesen oder eher weniger? Entscheidet ihr. Thank you, Professor. Justin, egal. And what do you expect us to do? Right. There are two things we have to do. Jean, I want you to find a scientist. Wir suchen in dieser Welt nach einem Wissenschaftler namens Sigurd, der uns helfen kann. He can help us. And Bayonetta, I want you to come with me to help find more of these. This is a chaos gear, the key to beating singularity. And the only one who knows how to use them is Dr. Sigurd. Without both of them, we can kiss this world goodbye. Well, since solitaire nun in einer Männerhöhle herumzualbern klingt nicht gerade verlockend. I
Also werde ich dich wohl begleiten. Eine muss ja hier die Vernünftige sein. Wir können uns gern ein bisschen mit dem Mädchenkram unterhalten. Tja. Willst du mir dieses Ding da nicht mal vorstellen? Cheshire. Der verlorene Paria. Das ist eine hässliche Katze. Ach verdammt, Cheshire. Und der Grinsekater. Du sollst doch nicht einfach so erscheinen. Their leader's name is Singularity. He unraveled the secret of the multiverse before anyone else. Declaring his own world the Alphaverse, he began destroying the other layers of the multiverse, one by one. Aus Cerisa and the Last Demons war Shesha ja der kleine. Take the fight to him in the Alphaverse. Von der erste Dämon, glaube ich. Leider können wir uns nicht frei durch das Multiversum bewegen. Doch es gibt einen Ort, der all das miteinander verbindet. Eine legendäre Insel, erschaffen von den Umbra und den Lumen, um das Unbekannte zu studieren und Kontakt aufzunehmen. Die entlegene Insel Thule. Und du bist dir sicher, dass deine Märcheninsel wirklich existiert? Glaube und der Pfad wird sich auftun.